Willkommen zu Daisy 19 Uhr. Ist natürlich auch gerade kurz nach 7, denn wer schaut schon das Video nicht pünktlich zum Veröffentlichungszeitpunkt? Dann schreibt doch einfach mal die Uhrzeit in die Kommentare. Diese und nächste Folge sind wir auf einem wohlgemoddeten Server. Name und Link in der Videobeschreibung. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal den ein oder anderen Ort aufzusuchen und sich umzuschauen. Oder einfach jetzt dranbleiben. Dass das nicht irgendein Server ist, wussten wir es nicht. In welcher Konsequenz? Jetzt im Video. Bist du bereit? Ja. Bist du motiviert? Ja, mach. Bist du motiviert, habe ich gefragt. Ja! Nice, 3, 2, 1. Was ist heute, Dienstag? Dienstag wahrscheinlich, oder? Perfekt, wahrscheinlich. Perfekt, Mann, oder? Du hast, magst du erzählen, was du gefunden hast hier von Server? Ich habe hier so einen Server entdeckt, so randommäßig. Der ist auch relativ neu anscheinend. Ja, und da sind wir jetzt drauf, ne? Mit der ein oder anderen Modifikation. Ja, hier gibt's anscheinend Horden. Hier gibt's gemottete Gebiete, wie zum Beispiel jetzt da. Oh, shit, sorry. Schlag zusammen, Mann, ohne Scheiß. Ja, so, was gibt's hier? Das ist Balota Airstrip, wie man sehen kann. Und da ist auch so ein krasser Turm, ne? Und ich habe gehört, wir machen eine Challenge, oder was? Was ist die Challenge genau? Hochklettern wahrscheinlich. Nice, perfekt. Klettern wir doch den Turm hoch. Alles klar. Also was heißt Challenge sozusagen? Ist das eine Challenge, die wir gemeinsam machen, oder ist das irgendwie, wer zuerst oben ist? Also ist das sozusagen... Ich würde sagen gemeinsam, oder? Team-Challenge, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Kommst du weiter im Leben als Team. Bros, ja. Genau, so sieht es nämlich aus. Ja, und wir haben vorhin auch ein krasses... Also ich habe ein Auto gesehen vorher, du auch, ne? Ja, ich habe erstmal eine krasse M4 hier. Als ob. Als ob da oben eine M4 gespawnt ist. Weißt du, was ich auch habe? Ein krasses Mac für die M4. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Wirklich? Ja, klar. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Doch. Ich guck da oben nie rauf, ne? Ja. Ich werd's in Zukunft jetzt tun müssen. Alter, das ist echt ein M4. Ja, Mann. Also ich finde den Server jetzt schon geil. Sie hat einen M4 gefunden, so, ja. Instant geil, so. Hier ist auch das Tizi-Gebäude, wie man sehen kann. Und so ein rosa Hangar. Und, was ich eigentlich viel cooler finde, die alten Hangare. Ja. Richtig geil, ne? Von dem ist eins doch auch mal... in Balota gegeben hat. Hier natürlich auch mit ein bisschen Trainingsgerät. So. Ja, muss natürlich. Ja, komm, jetzt lass endlich auf den Turm alles gehen. Alles klar, ja, die Backen, ey. Also. Und du hast noch ein großes Anliegen. Du wolltest noch jemand Besonderes grüßen anscheinend. Jemand Besonderes, meinst du? Aber ich weiß nicht, das hast du irgendwas gesagt, oder? Ja, ich würde sagen, wir grüßen einfach mal Jonas. Oh. Seit fast vier Jahren sagt er dabei. Finde ich gut, dass er das so genau weiß und eingrenzen kann. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hat gar keinen Gag geschrieben. Muss er auch nicht, oder? Nö, denn ich kann einfach einen anderen vorlesen. Weil wir können so tun, als wär der von ihm. Was war Hitlers Lieblingsschokolade? Also, nee, lieber doch nicht, oder? Gott, Alter, was obwohl das, obwohl finde ich gar nicht schlecht. Was ist Hitlers Lieblingsschokolade? Weiß ich nicht. Lass erstmal die Challenge machen. Obwohl schon geschafft, oder? Ja, schon geschafft, die Challenge, ja. Halt. Oh, das ist aber gefährlich hier. Ja, kann sein, ne? Kann man safe durchfallen. Soll ich mal riskieren? Ja, mach mal. Nein, mach nicht! Oh! Oh mein Gott, muss ich das auch machen jetzt? Muss ich jetzt auch machen, ja. Tot. Wie er mich noch blocken wollte. Das müssen wir verarschen, ey. Ja, hier das Lieblingsschokolade natürlich Nazipan. Oh Gott, really? Schlecht, oder? Schlecht, ja, oder? Schon ein bisschen, ey. Kann man den denn bringen, prinzipiell? Ich weiß es nicht. Das ist okay, oder? Ist natürlich Hitler-Gag, aber ich muss sagen, der ist jetzt nicht schlimm oder so. Der ist jetzt nicht... Ja. 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 Ja, kann man machen. Lassen wir das lieber. So. Und man muss auch sagen... Oh, Player. Was? Richtung Tscherno, rennt jetzt ins Zelt. Ins Erste? Lass ihn abfahren, komm, ja, oder reden abfahren. Mit ihm. Ja. Lass mal, da sind so Baustelle erstmal. Ja. Also oh, fuck! Oh, nein! Alter, das Geländer ist echt für Huren, ne? Wie er lacht. Dein Bein, Alter. Oh, lustig. Richtig verdreht, Mann. Dein Bein ist verdreht. Ich habe zuletzt in der Baustelle da gesehen. Dann checken wir die Baustelle gleich. Wahrscheinlich kriege ich meine M4 wieder, oder? Ja, hier ist sie doch eingelegt. Boah, geil, Mann. Das ist echt ein Bro. Puh, ja. Also. Können wir es wieder aufnehmen? Nice, auf jeden Fall. 3, 2, 1. 1. Willkommen zurück zu Daisy 19. Also, hä, das haben wir doch schon gemacht, Mann. Alles klar, perfekt. So, dann ist wieder zurück. Ja, sein Knie ist immer noch zerberstet, aber... Jo, Alter, das ist echt übel. Da machst du halt nichts, Mann. Aber Challenge ist schon geschafft eigentlich, ne? Challenge ist quasi, ja genau. Hochzukommen, so. Und so.
Das müssen wir dem Spieler noch finden. Typ ist in der Baustelle, hast du gesagt? Anscheinend, ja. Also ich habe ihn da reingesehen und er ist nicht mehr rausgekommen. Seine ist hinten raus. Ne? Das ist natürlich eine andere Sache, die ich nicht so eingesehen habe. Hello. Und nicht einsehen konnte auch. Ne? Das ist klar, ne? Das musst du beachten. Gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Ja, nicht wieder runterfallen hier, ne? Ach Quatsch, du, ich lerne noch. Ach Mensch, du. Pfanne, also. Ist nicht PUBG. Wahrscheinlich PUBG, oder? Ja. Nicht, dass ich hier ausgelockt habe, das wäre echt ein bisschen low. Ja, das bist du. Hallo? Das wäre echt ein bisschen low. Ja, sollen wir hier ein bisschen auf den warten? Ja, müssen wir ja fast, ne? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht mehr. Ah, das Wetter ist auch nicht so geil gerade. Nee, überhaupt nicht. Das ist echt ein bisschen ätzend. Aber ich muss sagen, der Regen, der ist weniger schlimm als früher. Ah, okay, das ist wahr, ja. Früher, das war das reinste Rauschen, was man hatte. Ja gut, dann würde ich sagen, suchen wir den erstmal. Suchen wir den und schalten wieder ein, wenn es... Was heißt schalten ein? Das ist doch Quatsch. Nehmen wieder weiter auf. Da oben ist er doch. Wo? Auf dem Turm. Echt? Da. Alter, den graben wir uns. Den graben wir. Komm. Let's go. Spring doch nicht so hart runter wieder, ey. Schnell, ich glaube, er geht runter. Oh, scheiße, Alter. Oh, fuck, da hat mich jetzt gebrochen. Ja, er geht runter. Den fangen wir direkt ab. Das Einsatzkommando ist unterwegs, Mann. Ich weiß nicht, was ihm blüht. Hello. Yeah, hey, Bro. Hey, what's going on? Could you please stop? Please? Thank you. Yo, what's your name? Can you talk at all? Use caps lock. Oh. Hey. Use caps lock, man. War er das? Nee, ich. Do you have a microphone? We do not want your stuff, dude. We want you to be our friend. Okay. What are you doing, man? Wie sieht er sich jetzt aus? You wanna die? No, bro, no. Was war das denn? Was war das? No. I want... Ah, yes. No, I'm no killer. Ah! Yo, motherfucker! Sorry, bro. Boah, was der dabei hatte. Was? Obwohl, es geht eigentlich. Ja, es geht. Ja, scheiße, ey. Mann, ich dachte, wir könnten wieder mitnehmen auf der Reise, ey. Ganz durch Tschernobyl durch. Aber er wollte sterben. Was will ich machen? Und Bro? Ich war im Abzug schon. Bro. Ja, was ist los? Hast du was zu trinken? Nee, wir müssen zum Brunnen gehen. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir reisen noch ein bisschen rum und gucken, was wir so erleben. Bis Donnerstag. Also. Halt die Backen, lass uns nach Balota starten. Ja, warte, ich esse in kurz Sardinen, sonst bin ich geliefert. Hier sind zwei Player am Balota Airstrip. Fuck, voll equipped oder was? Ich weiß es nicht, also die looten jetzt gerade wahrscheinlich nicht voll equipped. Dann komm ich mal vorbei. Ich beobachte die ein bisschen. Die sind jetzt gerade wieder in der Baustelle und wahrscheinlich so wie der andere Typ gleich einfach wieder verschwunden. Ich hab's auch nicht verstanden, wie der auf den Turm kam. Aber die haben mich safe gesehen. Bin hier mit dem Kühlschrank hier oben in der Hand. Oh Gott. Ah, die looten gemächlich die Baustelle. Lol. Oh shit, einer von denen kommt hoch. Oh mein Gott. Hey Buddy. What's going on? Was ist jetzt los? Bitte im TS melden? Ich wurde gekickt. Hello. Don't run away, I'm friendly. Hä? Du wurdest gekickt? Du auch? Nee. Welchen TS du? What the fuck, wieso werde ich gekickt, Alter? Yo, hey. Dem TS melden. Kannst wieder joinen? Ja, klar. Hey, Bro. Bescheuert? What the fuck? Lass mich doch spielen so. Und jetzt bist du wieder normal auf dem Server. Ja. Vielleicht war im TS melden ist einfach auch nur so die Default-Nachricht, weißt du, die jeder kriegt, der gekickt wird. Naja, da stand ein Name dran. Mit vorhin ihren Güsen Jansen. Hä? Ja. Redest du schon mit denen? Na, der alte Typ ist hochgekommen so. Ich sag, hey, Bro, was geht? Dann ist er wieder abgehauen, ohne was zu sagen. Ist wieder runtergegangen. Admin Bann, bitte im TS melden. KOS? Really? Ah, das ist ein RP-Server, Alter. Echt? Ja, Mann. Oh, fuck. Hast du TS-Daten? Nee, steht da keiner dran? Oh, meine Fresse, Alter.
Ja, dann regel das mal. Kicked off the game. Warum? Admin Kick Jansen, bitte im TS melden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt Bro. Ich sag auch auf jeden Fall, Leute. Warum? Weil wir da irgendwas Cooles gefunden haben. Oh mein Gott, da ist auch noch irgendwas auf der Straße so. Das ist mächtig. Ja. Okay, sollen wir kurz einen Zwischenstand geben, was jetzt gerade abgegangen ist? Ja, hau mal raus die Info, was hier gerade passiert ist, Leute. Es ist wirklich Skandal. Ja, Luzi hat den einen Typen gekillt und dadurch sind wir halt aufgefallen hier auf dem Server, weil das so ein bisschen Roleplay-mäßig ist. Und hier ist heute Friendly Friday. Und da haben wir natürlich eiskalt gegen verstoßen, was wir nicht wussten. Und dann sind wir da aufs TS, ich sag mal, eingeladen worden. Und dann haben wir kurz mit dem Admin gequatscht. Und der hat uns aufgeklärt, was hier los ist. Auch, dass das ein ziemlich krass gemoddeter Server ist. Und das sehen wir zum Beispiel hier. Oh ja, es gibt auch noch einiges zu zeigen, aber das ist gerade echt überraschend. Wir wollen auch jetzt noch nicht spoilern. Also ich sag mal, die ein oder andere Folge werden wir hier auf dem Server noch drehen. Ja. Aber ich will nicht sagen, wir haben eine Brücke erwartet und kriegen hier... Ja, ich will nicht sagen, ein Damm. Alter, what the fuck, das sieht schon mächtig aus, ey. Ja, schon irgendwie. Machen keine Sorge, natürlich ist auch PvP, ne, überall erlaubt. Zumindest ganz im Norden oben ist es immer erlaubt. Und sonst unterhalb mit Roleplay halt, ne? Ja. Also mit Überfall einleiten und so weiter und so, und so fort. Willst du da jetzt schon rübergehen? Ich weiß es nicht, kann man da rüber überhaupt? Also ich möchte mir eigentlich von der anderen Seite nochmal hier dieses Betonbauwerk anschauen. Ich muss mir das auch nochmal anschauen, das sieht richtig krank aus. Also das ist schon ein bisschen sick, ne? Okay, man das kommt ist da, wirklich sick. Man kommt da nicht hoch. Hier so ein Zelt. Oh, cool. Ein bisschen Loot. Hier, das hat so eine Regenjacke, ne? Ich weiß nicht, ob das einen Effekt hat. Ich glaube, das bringt aktuell noch gar nichts. Nice. Da kommt man doch bestimmt hoch irgendwie. Boah, der Damm ist echt mächtig, Mann. Heilige Scheiße. Du musst auf das Beton springen. Das Beton wahrscheinlich, ja. Es ist wieder soweit. Ja, Leute, entschuldigt, es ist 0 Uhr. Ja, mittlerweile, nach einem langen Tag und... Ja. Alter, Friendly Friday gleich vorbei. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen durch. Stimmt, Friendly Friday ist gleich vorbei. Gilt das denn wirklich nur noch bis 12? Nee, für uns gilt das immer, weil wir halt immer friendly sind. Nee, ist mal ernsthaft. Ah, guck mal, das ist quasi die Brücke, ne? Also das sind dieselben Models, die sie verwendet haben, nehme ich an. Wow. Auf jeden Fall. Also, wow. Ja, doch. Kann ich nicht viel zu sagen. Finde ich geil. Dankeschön für die Einschätzung. Alter, was ist denn das für ein Service? Hier ist ein Brunnen. Klar. Ich würde sagen, wir gehen zumindest mal kurz rüber und gucken, ob es irgendwas Interessantes gibt. Klar, oder? Machen wir. Weil darum nutze ich mal die Gelegenheit, Alter. Und grüß mal auch bei mir. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Halt die Backen. Oh. Ja. Und zwar grüße ich Tobi G oder Tobi J. Und der schreibt natürlich, was ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot? Tag der offenen Tür natürlich. Badam. Geiler Shit. Pass auf. Oh fuck. Ja, Grüße gehen raus an Tobi. Pass auf, Alter. Oh shit. Muss ich ein bisschen. Oh! Fuck! Bro! Ja, hier ist Tag der offenen Tür, oder what was? What the fuck? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich glaube, jetzt geht's. Nee, es geht auch nicht. Ich hab Damage gekriegt. Ich falle. Ich bin durchgefallen. Ich noch nicht. Ich glaube, ich hab's geschafft. Scheiße, Alter. Oh mein Gott, ist das laggy. Bei mir geht's gerade. Ey, wenn ich ins Wasser falle, dann rage ich, Mann, aber komplett. Jo, wahrscheinlich Auto, oder? Ja, und wie muss man jetzt... Okay. Was denn? Muss man jetzt hier rüber schwimmen, oder was? Du, ich hab keine Ahnung. Wie kommt man zurück? Ich glaube, wir hätten nicht hier reinspringen sollen. Oh shit, ja. Hier ist noch die. Okay, hier wird die Brücke wahrscheinlich noch weitergebaut. Oder die ist wahrscheinlich eingestürzt. Die ist eingestürzt. Oh, guck, ja, die ist eingestürzt. Ja, sieht so aus, ne? Ah, geil. Nice, richtig hier mit Story-Background. Story-Background, hier war so Atomanschlag und so. Ne, keine Ahnung. Wahrscheinlich Krieg, oder? Alle denken sich so, was labert der wieder für den Bullshit? Naja. So ist er. Ja, geil, ey. Hammer, nice. Ich würde sagen, bis zum nächsten. Also. Ja, ich meine, wir können noch ein bisschen aufnehmen hier. Und dann vielleicht zusammenschneiden, so, falls es da oben auf der Gefängnisinsel noch was Tolles gibt. Ja, bist du darüber noch ganz, oder? Rüberschwimmen, meinst du? Ja.
Ach, komm, wir schon da sind, ne? Alter, mein Typ schwimmt voll langsam gerade. Stirbst du? Ich hab keine Ahnung. Das ist nicht ausgeschlossen. Wie ist dein Leben oben? 100? Ja, 100 noch. 99. Das sinkt auch nicht. Alter, ich komme nur ein paar Pixel voran. Was ist denn das für eine Scheiße? Das Rage immer. Ja, ohne Scheiß. Also wenn das so bleibt, dann kill mich einfach. Weil da laufe ich lieber hier wieder her. Ist so. Zähl ich nicht mal. Ah, ich glaube, ich bin tatsächlich... Oh, shit, ich habe die Weste abgelegt. Es geht's, oder was? Ja. Das sehe ich dich. So, das, Alter, ist mein letztes Essen. Meine Cam ist total schief, ne? Was? Die ist voll weit über dem Player. Das hatte ich auch mal. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich ziemlich cool. Du bist voll klein dann, ne? Ja. Wie der friert, Alter, wie so ein Bastard. So geil. Ich mag das Wort voll. Ich finde das eine richtig geile Beleidigung eigentlich. Also wenn du so jemanden abgrundtief hast und direkt so vor ihm stehst und sagst, oh, halt doch einfach mal die Fresse, du... Oh shit, was steht da denn? Was denn? Wo? Ist das einfach so ein Wohnhaus nur? Oh, what the fuck? Ich glaube, das ist ein... What the shit? Ich glaube, das ist ein Standard-Wohnhaus, was da steht. Ey, sogar die Insel wurde gemoddet. Ja, mal gucken, was ist da noch erwartet. Okay, ja, ich habe den Bug immer noch, dass die Kamera so hoch geht über meinen Kopf. Hast du richtig krassen Bug, sagst du? Ja, richtig. Na, schon ein bisschen belastend, würde ich sagen. Kommt man hier rein in das Haus? Wo, welches Haus? Ja, in dieses Wohnhaus. Er muss, oder? Oh, lol. Muss, meinst du? Oh, das ist dieses Wohnhaus, ne? Ja, vielleicht haben wir irgendwie ein Fass oder so. Oh je, jetzt geht das Jump'n'Run wieder los, Leute. Räuberleiter. Warte, ich habe eine Idee. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, doch schon. Ich würde sagen, das ist eine geile Challenge. Ne? Wohnhaus-Challenge. Du hast eh keinen Bock rüber zu schwimmen und... Warte, ich steh auf. Warte. Ach shit, du musst genau auf mich. Ja, passt schon. Ja. Ja, oh shit. Ja! Ja! Ja. Nice, Bro. Geil, Mann. Ey, stirb bitte nicht, ne? Nee, Quatsch. Ja, 2-1? Ja, klar. 3-2-1. Yeah! Daumen nach oben. Yeah. Dann wird man euch loben. Alter! Bist du der? Jo, wahrscheinlich. Ich bin schon rot, Alter. Achso, sorry. Ja, wir wollten uns eigentlich nur kurz verabschieden hier. Wollten nochmal Hallo und Tschüss sagen. Wir sind wieder zurückgeschwommen. Gab jetzt nichts so Besonderes auf der Insel, muss man sagen. Aber der Weg dahin doch schon, ne? Doch schon geil gewesen, irgendwie. Ja, das mehr wollten wir auch nicht, ne? Nein, eigentlich nicht, ne? Perfekt, nice. Dann bis Donnerstag, 19 Uhr. Einschalten, Daumen nach oben. Also. Am Donnerstag, 19 Uhr, geht's dann auf diesem Server, Link in der Videobeschreibung, weiter Richtung Norden bei, so viel kann ich verraten, ausgezeichnetem Wetter und bester Gesellschaft. Aber kurz bevor wir heute ausloggen wollten, ist uns dort noch dies passiert. Hast du gelesen? Ja! Das war direkt in Norden, oder? Wollen wir es direkt aufnehmen, oder was? Das ist ein Zombie. Das ist ein... Oder was? Ja, hier ist schon noch einer. Ah, ja. Also Horde ist schon noch was anderes, würde ich sagen. Oh shit, wir laufen direkt rein. Oh mein Gott. Alter, fuck. Oh shit. Wo kommt sie, oder was? Hart am Porten. Ich kann nicht aufnehmen, der. Alter, fuck. Wo bist du? Ich muss reloggen. Du kannst es nicht reloggen, Alter. Das ist alle hinterher. Oh shit, und ich rumpel. Wollen wir anfangen mit der Folge? Ja, ist egal, Alter. Hilf. Was für egal, Mann? Ja, Kiki. Alter. What the fuck? Das sind wir die Transparenten. Schießt du? Ja. Oh shit, das ist wieder, ne? Alter Schwede. Okay, wir haben es im Griff. Wir haben es im Griff, Alter. Oh. Schießt in die Luft. Ja. Ich mach gar keine Geräusche. Oh, pass auf, da hinten kommen die nächsten. Oh, fuck, Alter. Mein M4 hat Angst schon. Shit! Achtung!
Ich muss jetzt schon nachladen, Alter. Ich auch. Eigentlich muss ich Muni sparen. Oh Gott. Ja, Muni ist nicht so wichtig hier, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, hier auf dem Server. Ja, ich habe nicht so viel gefunden. Heute nur. Alter. Kommen wir die gut? Das. Der hat was gedroppt. Bro, was? Oh shit! Ey, es hört gar nicht mehr auf, ne? Ey, stell dir vor, wir haben keine Waffen. Ich habe 11 Schuss, oder, ne? Ich habe jetzt gerade 120 Schuss verbraucht. Krasser Scheiß, Mann. Ich würde sagen, wir looten jetzt mal. Also, Alter. Die ich checke, die haben alle keinen Loot. Naja, warte, es hat. Jemand hat irgendeine Waffe gedroppt gerade. Was ist denn so eine MOBA? Hier ist eine Waffe. SG5K. Hier liegt auch noch mal was. Hier liegt eine AKM. Noch eine Horde? Nee. Ja, es ist gerade ein Drecksvieh auf mich zugegangen. Hier ist eine große. What the fuck? Echt? Ja, hier ist eine große gedroppt, Alter. Wow. Daytime. Was ist das denn? Daytime? Ich sehe sie nicht. Jetzt hab sie gedroppt. Oh, der hat einen 40er Mac fallen lassen. Oh, geil. Loot. Oh mein Gott. Die haben alle was, gedroppt hier fast. Ja, normal sieht das Ding nicht aus, ne? In Gilly-Hut. Ah. Alter, wie krass einfach nur. Boah, diese Trommel. Was für eine Bro, Trommel? Komm her. Hier ist eine Trommel gedroppt worden. Wieso findest du den ganzen Stuff? Wenn ich die checke, da liegt nie irgendwas. Guck. Ist die voll? Oh, ja. Geil. Hier noch eine. Ich bin gerettet, Bro. Alter, lass die anderen Zombie gleich noch checken. Wie sie ja alle liegen. Ich würde das gerne von oben sehen. Oh ja, das wäre. Oh, von oben wäre das ist echt geil gewesen. Hier ist ein Mac für. Ne, ist auch ein Mac für dich. Ja, droppen die auch mal mein Stuff so? Ja! Das war jetzt ein Zombie-Horde oder was? Was machen wir mit Zombie-Horde? Oh, schneiden wir die noch rein irgendwie? Kein Plan, Alter. Vielleicht so als Bonus ans Ende der Folge, dass wir ein bisschen Watchtime kriegen. Ja, das ist glaube ich nicht schlecht, oder? Wenn wir so Outro machen und dann sagen, ja, oh, aber wir haben eine Zombie-Horde gefunden und dann gibt es nochmal 2 Minuten Content oder so. Lol. Alter, wie geil, ne? Das gefällt mir.